ich nutze das auch immer, wenn es irgendwo Konflikte gibt. Dann sage ich immer, ich bin Schweizer, ich bin neutral. Das, was wir hier sprechen, ist nicht Schweizerdeutsch. Nein. Schweizerdeutsch würde ich ein anders stöhnen. Käferli. Hündli. Kätzli. Schätzli. Schäckeli. Öpfeli. Ihr esst doch den ganzen Tag nur Schoki und Käse. Das stimmt. Ich liebe Käse, auch Raclette, Fondue. Schweizer Käse, das ist einfach, es gehört immer dazu. Also ich habe wirklich, nee, heute habe ich keinen Käse in der Handtasche, aber sonst habe ich wirklich immer so, es gibt so diese kleinen eingepackten Dinger, die habe ich dir auch schon mitgebracht. Die habe ich eigentlich überall dabei. Wenn ich ein Hüngerchen habe, gibt es ein Stück Gras. Wer schon mal bei einer Fondue-Sause dabei war, weiß, dass das ziemlich krass ist. Also wie viel Käse da dann auch in der Wohnung umher schwebt, das dampft. Das kriegt man dann auch so 2-3 Tage nicht mehr raus. Das ist halt sehr gesellig. Man sitzt zusammen am Tisch gemeinsam. Niemand muss vorher stundenlang kochen. Dann gibt es erst Käsefondue und dann kannst du in der gleichen Pfanne dann auch noch ein Schoki-Fondue machen. Das ist super geil, ey. Mit Früchten in diese Schokolade. Oh. Ja. Schweizer sind alle reich. Nein, definitiv nicht. Dum, dum, dum. Wir verdienen vielleicht sehr gut, ja, aber es ist auch alles viel teurer in der Schweiz. Ich glaube, alle denken, dass wenn wir als Schweizer ins Ausland gehen, wie zum Beispiel auch nach Deutschland, dann ist ja alles so viel günstiger hier, dass, dann geben wir halt mehr Geld aus und die Leute denken einfach, dass wir reich sind. Genau, das stimmt. Finanziell gesehen haben wir viele Menschen, die in die Schweiz ziehen, weil die Steuern so niedrig sind. Also ist die Schweiz reich an reichen Bürgern. Ja, das schon. Das ist auch immer das Erste, wenn ich sage, ich bin aus der Schweiz, ach, das ist ein Steuerparadies. Ja. Es kommt auch auf den Kanton drauf an. Also es gibt sehr große Unterschiede. Zug, das ist ein Steuerparadies für die Reichen. Die sind auch bekannt dafür. Stimmt. Wenn ich wieder in die Schweiz gehen würde, ich würde aufs Einkommen angepasst, würde ich viel weniger Steuern zahlen als hier. Allein die Mehrwertsteuer ist viel kleiner. Das musst du, glaube ich, du lesen. Das muss man singen. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Ja, das sind sie. Ich komme aus den Bergen. Und immer wenn ich zurückgehe, dann muss auch ein Berg bestiegen werden, sei es zu Fuß oder mit einer Seilbahn und dann mit einem Snowboard da runterfahren. Heidi, Heidi, denn hier oben bist du zu Hause. Wir verbringen einen Großteil der Freizeit dort, also Wandern, Skifahren. Ich muss sagen, jetzt, wo ich nicht mehr so oft in der Schweiz bin, liebe ich die Berge noch viel mehr als davor. Okay, ich bin ein Bergmädchen. Ich bin gerade neben dem Zugerberg und alles groß geworden. Das heißt, ich war eigentlich immer in den Bergen. Ich würde sagen, ist dann Teil auch von unserer Identität. Genau. Was haltet ihr eigentlich von der Deutschen Bahn? Unzuverlässig. Viele Verspätungen. Furchtbar. Das ist kein schönes Erlebnis. Der Ruf der Deutschen Bahn ist bis in die Schweiz geschwappt. Wir sind jetzt auch mit dem Zug nach Köln gereist, mit der Deutschen Bahn, ja, und wir hatten schon ein wenig Bedenken. Immer wenn ich nach Hause fahre, muss ich über Mannheim fahren und da umsteigen. Und wenn die Deutsche Bahn mir vorschlägt, 15 Minuten Umsteigezeit, dann fange ich schon an zu schwitzen, weil ich merke so, ja, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Und jedes Mal, wenn ich in Basel oder Zürich ankomme und weiß, dass ich in 3 Minuten meinen Anschlusszug habe, dann merke ich plötzlich, dass ich mich überhaupt nicht fürchten muss. Also hier bin ich froh, wenn meine Bahn nur 5 Minuten Verspätung hat. Dann denke ich mir so, wow. Ja, das stimmt. Und der Schweiz ist es so, bei 2 Minuten direkt bei einer Minute Verspätung siehst du alle so am Bahnhof. Das geht gar nicht. Ja, also Pünktlichkeit wichtig. Ja, ist leer.